One Piece, ein Anime, das sämtliche Rekorde gebrochen hat und einen unnormalen Hype hat. One Piece ist ein Riesen-Anime, der mittlerweile über 900 Folgen hat und aktuell sieht man immer noch kein Ende, was schon mal krass ist. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, lohnt sich One Piece im Jahre 2020 überhaupt noch? Und ich kann euch schon mal eins sagen, ja, es lohnt sich. Wieso es sich lohnt, erkläre ich nach dem Intro. Was viele bei One Piece abschreckt, ist die Größe und ich muss sagen, früher habe ich auch so gedacht, bis vor kurzem. Denn mir haben so viele Freunde gesagt, schau One Piece, es lohnt sich, es ist der beste Anime, die Story ist gut, es ist einfach ein Meisterwerk. Da habe ich mir gedacht, okay, ich werde mir One Piece anschauen. Als erstes habe ich geschaut, wie viele Folgen der Anime hat und aktuell, wo ich gerade diesen Script schreibe, sind es 915 Folgen. Ich dachte, okay, es ist viel, aber was ist, wenn ich jeden Tag 3 Folgen schauen würde und naja, das wären im Monat 90 Folgen. Das bedeutet, in 10 bis 11 Monaten wäre ich fertig und quasi beim aktuellen Stand. Ich habe bei den One Piece Folgen die Filler noch nicht mitgezählt. Mit den Fillern wären es 103 Folgen weniger. Das bedeutet, wir wären bei 812 Folgen, was schon über einen Monat spart. Dazu gibt es noch Folgen, wo Flashbacks vorkommen. Das heißt, man wird später im Anime Folgen haben, wo man viel skippen kann, was schon viel Zeit spart. Bei diesen Flashback-Folgen ist es meistens so, dass über die Hälfte Flashbacks sind. Das heißt, man kann die Szenen überspringen. Wenn das alleine bei 2 Folgen der Fall ist, spart man schon eine Folge von der Zeit her. Ihr merkt es, oder? Es sind nicht ganze 915 Folgen. Und wenn man genau schaut, dann ist es nicht so viel, wie man meinen könnte. Natürlich ist das nicht wenig, denn für viele Bleach oder auch Naruto-Fans ist Naruto und Bleach riesig. Und One Piece hat einfach mal das Doppelte und es wird noch länger, aber vertraut mir, es ist gut. One Piece ist ein Longtime-Anime und was viele vergessen ist, dass Longtime-Animes meistens etwas drauf haben, was nicht viele Animes können und zwar die Emotionen. Die Emotionen haben die Longtime-Animes einfach gut drauf, denn wenn wir so viele Folgen schauen, dann erleben wir das quasi wie mit. Denn 10 Monate, beispielsweise bei One Piece, sind nicht wenig und ihr seht in dieser Zeit, wie sich Ruffy und der Rest entwickelt. Ihr könnt das gut mit Naruto vergleichen, denn Naruto war ein Versager und jetzt ist er Hokage. Diese Entwicklung fühlen alle Naruto-Fans und wir haben ja die Reise ja wie quasi miterlebt und die Reise von Naruto ging für uns nicht einen Tag, sondern Monate oder noch länger und durch diese lange Zeit, die vergeht, wird man safe Emotionen mit den Charakteren verbinden. Ich bin aktuell bei Folge 358, also ich habe schon über ein Drittel angeschaut, was nicht wenig ist und ich kann euch eine Sache sagen, man wird safe was Emotionales mit den Charakteren verbinden. One Piece hat es geschafft, dass ich ein Objekt liebe und ins Herz geschlossen habe. Ich musste bei einer Szene sogar fast heulen. Welche Szene es ist, kann ich nicht sagen, weil ich euch sonst spoilern würde, aber ich kann euch einfach eins sagen, One Piece hat die Emotionen drauf. Es gibt einen Charakter bei einem Longtime-Anime, den ich gar nicht leiden kann. Egal, ob ich die Person schon so lange durch jede Reise begleitet habe. Die Person ist Sakura. Boah, wie ich die hasse. Oh, aua! Mann, du Scheiß! Sorry, der musste sein. Ihr wisst, Eisenzimmer-Video ohne Sakura beleidigen geht nicht. Kommen wir aber lieber wieder zu One Piece. One Piece ist am Anfang sehr lustig, was mir mega gefällt, denn ich liebe den Humor von One Piece. Das soll jetzt nicht heißen, dass One Piece ähnlich wie Gintama ist, sondern dass es viel Story hat, aber trotzdem einen guten Humor. One Piece ist ein Anime, der sich immer aufbaut. Ihr werdet merken, wie die Lage immer ernster wird und das Abenteuer von Ruffy immer spannender wird. Man wird nach einer Zeit merken, wie sich eine wirklich riesige Story aufbaut. One Piece macht so viele Sachen richtig, vertraut mir. Ich will es nicht sagen, alles ist perfekt, denn das ist es nicht. One Piece macht auch ein paar Sachen falsch, aber das macht jeder Anime. Auch Naruto Shippuden macht Fehler. Dass ein Anime Fehler macht, ist normal. Eine Sache müsst ihr euch überlegen, warum verkauft sich One Piece so gut? Das liegt daran, dass der Anime und Manga einfach verdammt gut sind. Der Manga von One Piece war bis im Jahre 2019 immer der meistverkaufteste Manga. Und das, wie gesagt, ist nicht ohne Grund so.
Was mich persönlich am meisten begeistert, sind einfach die Charaktere. Ich liebe Leute wie Sanji, wofür Frauen alles tun würden. Oder Zoro und seine Orientierungslosigkeit. Ruffy und seine Dummheit. Ihre Persönlichkeiten machen meiner Meinung nach so viele Momente episch. Am Ende müsst ihr wissen, ob ihr den Anime schaut oder nicht. Ich kann euch einfach eine Sache sagen. Der Anime ist verdammt krass und wer ihn nicht schaut, verpasst was. One Piece wird langsam zu seinem Höhepunkt kommen und es wird so spannend wie noch nie. Wer diese geile Zeit verpasst, ist selber schuld. An alle meine Zuschauer, die One Piece schauen, können gerne in den Kommentaren bestätigen, dass One Piece ein Meisterwerk ist. Jeder, der noch nicht abonniert hat, weiß, was er zu tun hat. Und an die anderen, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verabschiede mich hier. Ciao.